Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch gerne dieses coole Partylicht machen. Und zwar habe ich das mit solchen G2G-Schreibern gemacht, was wirklich toll funktioniert hat. Und wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch in diesem Video. Und ich empfehle euch, bis zum Schluss dran zu bleiben, weil ich euch nämlich dann noch etwas zu einem ganz tollen Gewinnspiel erzählen werde, bei dem ihr unter anderem eine Reise für zwei zum Karneval nach Rio gewinnen könnt. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Also bleibt dran, wir sehen uns, bis gleich! Ihr braucht für dieses DIY einen 3D-Bilderrahmen, eine Lichterkette, Gelstifte in den Farben eurer Wahl, Transparentpapier, Kopierpapier und die Vorlage, die könnt ihr euch downloaden. Da habe ich euch den Link unten in die Infobox gepackt und zum Schluss noch so ein bisschen Klebeband. Und dann können wir loslegen. Dann nehmt ihr eure Vorlage und legt das Kopierpapier oben drauf. Und dann seht ihr, dass die Schrift durchschimmert und ihr könnt einfach mit den Gelstiften das Ganze ausmalen. Wer es nicht direkt übertragen möchte, kann sich das Ganze auch vorher einfach mit dem Bleistift leicht vorzeichnen und dann mit dem Ausmalen beginnen. Wenn wir das dann fertig gemalt haben, dann kümmern wir uns um unseren Rahmen. Und schneiden das Papier dann so zu, dass es eben genau hier reinpasst. Und unsere Lichterkette, dann nehmen wir diesen Innenrahmen, der dann diesen 3D-Effekt erzeugt. Und nehmen unser Klebeband. Und fixieren unser Lämpchen an diesen 3D-Rahmen mit dem Klebeband. Dann kann ich in den Zusammenbau gehen. Erstmal mein Transparentpapier, dann meine Zeichnung. Dann kommt meine geklebte Lichterleiste. Das Kabel lasse ich irgendwo hier unten dann raushängen. Und meine Rückwand. Fertig ist mein Partylicht. So, das war's auch schon wieder mit diesem DIY. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt eine kleine Inspiration, wie ihr euch coole Partylichter für die nächste Party gestalten könnt. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, dort habe ich euch alles aufgeschrieben, was ihr tun müsst, damit ihr hoffentlich die Reise nach Rio zum Karneval gewinnt. Oder es gibt auch ganz coole Gutscheine für Eventim oder iTunes zu gewinnen oder eben auch schicke Stiftesets von den G2-Gelschreibern. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr da gewinnt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.